Am 1. September vor 53 Jahren ging die Abendschau das erste Mal auf Sendung. Damals hieß auch früher, 19 Uhr nämlich. Vieles war da noch schwarz-weiß, auch das Fernsehen. Erst 1970 kriegte die Abendschau Farbe, bunt war sie aber schon immer. Aktuell, informativ und zuverlässig. Und dazu gehört, dass wir jeden Abend ohne Ausnahme für Sie da sind. Und das, die Kollegen haben es nachgerechnet, passiert heute zum 17.000. Mal. So viele Abendschauen, Gesichter und Geschichten aus und für Berlin. Uli Zeller hat aus diesem Anlass ein besonderes Best-of zusammengestellt. Am 1. September 1958 ging die erste Sendung auf Sendung. Die Reporter der ersten Stunde gingen knallhart ran. Ein Gläschen mit Kurt Jürgens, eins mit Max Schmeling. Es durfte sogar während des Interviews geraucht werden, auch bei Sophia Loren. Mit der Farbe der 60er Jahre wurden die Themen nicht bunter. Abendschau-Reporter an der Verbraucherfront, als Plastiktüten plötzlich 10 Pfennig kosten sollten. Ich kaufe keine 10 Pfennig dafür. Bin doch nicht verrückt. Jetzt mit Emma wird die Welt verrückt. Die Stimme der Berliner war und ist der Abendschau wichtig, auch beim Rauchverbot in Bus und Bahn. Der Sender hieß damals noch SFB, mit der Abendschau als wichtigster Sendung, die jeden Abend von den Brennpunkten Berlins berichtete, wobei es immer auf die Mischung ankommt und dass die Reporter Profil zeigen. Die 80er. Die Abendschau mit neuem Design, neuem Chef und einem neuen Kanzler im Studio. Im Moment ist es ziemlich unruhig, wenn man es zum ersten Mal sieht. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer ersten Sonnabendschau. Auch die war neu, alt dagegen die Freude der Zuschauer an der Panne. Da sollten jetzt eigentlich zwei kleine Filmchen kommen. Es folgte die Stille vor der nächsten Matz. Oder dem nächsten Live-Telefonat. Leg nochmal auf. Telefonschalten schien damals das Schwierigste im Fernsehgeschäft zu sein. Hallo? Ja, wie steht's denn um die Berliner Blau-Weißen? Bitte. Ich höre, wir sollen noch einmal versuchen. Hallo? Nein. Was der Zuschauer nicht sah, dass Kopp das Telefon zwischendurch vor Ärger vom Tisch getreten hatte. Mit Knöpfchen, ja. Können wir mal das Telefon ein bisschen hier hochholen? Sehen Sie, so kann das passieren. Am 9. November 89 passierte etwas, das nicht nur die Stadt verändern sollte. Die Abendschau sendete schon morgens um 7 Uhr. Ihnen in Ost-Berlin und in der DDR das, was Sie vielleicht erwarten. Macht's gut, Nachbarn, und bis bald, Nachbarn. Anfang der 90er Jahre sagte Kock zum letzten Mal, macht's gut, Nachbarn. Und für die ganze Stadt präsentierten jetzt Moll und Möllendorf die Abendschau. Die ging auch raus aus dem Studio. Während der Oderflut sendeten wir 3 Wochen live aus dem Hochwasser. Das Kommunikationsmedium Fernsehen hatte Kommunikationsprobleme. Kommt man mit dem Ausbessern und Flick noch hinterher? Denn ich kann mir vorstellen, dass das ja ein Kampf gegen die Uhr ist. Du bist der Reikoktal, oder wer? Dachte ich, ja. Das bin ich. Wer bist du denn? Hallo? Nach Hilversum zu Professor Kleinknecht. Ich hoffe, Sie hören uns jetzt. Guten Abend, Herr Professor Kleinknecht. Ja, guten Abend. Ich dachte gerade, in Holland läuft es offenbar besser. Jetzt haben wir kein Bild mehr. Und jetzt ist alles zusammengebrochen. Schade. Ich danke Ihnen vielmals. Katrin Böhme folgte auf Ulrike von Möllendorf. Und Peter Kottmeier. Bleiben wir beim Geld. Sie hätten auch noch bei uns bleiben können. Das neue Jahrtausend, wieder ein neues Design, wieder ein neues Studio, live mit Becker und Stich und live im Abgeordnetenhaus neue Politiker. Auch die hohe Politik schaute die Abendschau, ob Schröder oder Rau. Sie ist stärker familienorientiert, als jede Zeitung das sein kann. Denn man kann zu viert die Abendschau sehen oder zu fünft. Man kann nicht zu fünf Zeitungen lesen. Die Abendschau-Familie feierte 2003 im Sony Center dann den 45. Geburtstag. Und täglich schaut eine 250.000 zu, was ab 19.30 Uhr im Dritten geboten wird. Im gleichen Jahr das Aus für den SFB, der mit dem ORB zum RBB wird. Friedrich Moll geht von Bord des RBB-Flaggschiffs. Kommen Sie hin, können Sie rausgucken. Es kommt Sascha Hingst ins noch modernere Studio und er bekommt gelegentlich Besuch von Zuschauern. Manche haben so gut wie keine Sendung verpasst. Ich habe, glaube ich, höchstens 10 in meinem Leben versäumt. Sie hat sich ja auch heute wieder eingeschaltet und war auch bei der 17.000. Abendschau dabei.
Das ist auch mal die Gelegenheit, Dankeschön an alle Kollegen zu sagen und natürlich auch an Sie. Unser Rückblick auf die letzten 17.000 Abendschau-Sendungen. Wir arbeiten, versprochen, an den nächsten Höhepunkten und auch Pannen. Und schon morgen bei der 17.001.